Aus, Leute. Es ist jetzt knapp 7 Uhr morgens. Bei uns öffnen die Märkte um 8 Uhr. Ich habe jetzt nochmal alles ausgerechnet. Ich bezahle insgesamt 170,37 Euro. Hier ist noch meine Einkaufsliste. Die ist jetzt soweit fertig. Jetzt haben die Nico Laserheads dazu gekommen für 10er. Dies Jahr sind leider keine Spontankäufe möglich, aber ist okay. Da draußen total geschneit. Das ist richtig hart. Ich weiß nicht, man kann irgendwie gerade gar nicht sehen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es da draußen richtig heftig geschneit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns später, wenn wir auf dem Weg sind. Wir haben es geschafft, das Auto von Schnee befreien. Schneeschieber sind wir jetzt auch schon geworden. Jetzt haben wir die Frontscheibe von Eis befreit, was bei mir noch nicht der Fall ist. Und ja. Ich weiß noch, was jetzt. Weitpunkte nicht voran, Todesblatt, aber so langsam kämpfen wir uns ein bisschen nochmal vor. Den wir bald fahren, aber als letzte Anfahrtsstation. Ich weiß nicht, ob man es jetzt nochmal sehen kann. Ich glaube zwar nicht, aber. Boah. Das ist auch schon das Lidl, unsere zweite Anfahrtsstation. Alter, das war schon voll. Hoffen, dass wir noch alles kriegen. So, Leute, Norma. Wir sind gleich da. Jetzt müsst ihr es eigentlich schon sehen. Ne? Und das heißt, ich kann mal ran, ne? Das ist, wo der weiße Dach ist. Das ist das Norma, wo wir hinfahren. Dann bis gleich.
bei Norma. Wir haben alles bekommen, was wir wollten. Meine Schwester hat sich auch noch mal einmal das Paket Metalhead genommen, auf Empfehlung von mir. Mit einer explosiven Zahl Lega-Ladung, ja Leute? Ja. Wir müssen ja schon mal echt sagen, wir haben eigentlich schon echt großen Kofferraum, aber wa? Ist ja schon gut schnell voll, wa? Gut, jetzt ab zum Lidl und dann noch schnell zum Aldi. Und kam auf den Rädern wieder zu. So Leute, Lidl, wir sind da. Ist schon ganz schön voll hier. Ich hoffe, wir kriegen alles, was wir wollen. Ich denke schon. Mal schauen. Jetzt aber erstmal rennen. Beim Lidl angekommen, jetzt erstmal rein. Ja. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light.
wollte, weil die hier ist relativ groß. Wir haben doch noch alles bekommen. Wir mussten relativ lange warten, da das alles schon ausverkauft war und die alles wieder nachlegen mussten. Ich wollte eigentlich bei Norma den Laserlight noch haben. Die haben wir aber leider vergessen. Dadurch habe ich jetzt hier noch die Beastmaster geholt. Aber sonst haben wir alles bekommen, so wie wir es wollten. Und ja. Da ein Kofferraum ist voll, wa? Hier wird auf jeden Fall nicht irgendwie Feuer rankommen. Das wird wahrscheinlich explodieren, ey. Boah! Nee, da sind ja Plastikabdeckungen drauf. Gut, ich würde sagen, Kofferraum ist voll und los. Man kann gar nichts erkennen. Jetzt, wir sind hier beim Aldi. Jetzt geht's erstmal rein. Die eine Poison holen und dann haben wir es auch schon geschafft. Das ist der letzte. Der ist er ja wieder. Ist doch geil. Wir haben gerade die gleiche Person gesehen, die wir schon bei Lidl gesehen haben. Und bei Norma. Mann, halt sieht schön. Jo, hey Leute. Wir haben jetzt hier, das ist unsere ganze Ausbeute von Norma, Aldi und Lidl. Da unten befindet sich auch nochmal eine Powerbox. Also so ein fettes Teil halt und sowas wie eine Bombette. Schon eine ordentliche Ausbeute gemacht, das geht hier ordentlich nach hinten. Also ordentlich voll. Und ja, wir sehen uns dann beim Aufbau. Ja, servus Leute. Herzlich willkommen jetzt hier beim Feuerwerksaufbau von allem. Ich habe ja gesagt, dass ich nochmal alles zusammen aufstelle und da sind wir hingekommen. Das zeige ich mal. Was wir für Raketensets gekauft haben. Wir haben hier einmal das Metalhead für den Preis 99 vom Norma. Hammer Raketen 9 Stück, um genau zu sein. Denn daneben befindet sich das Rocket Rally, auch vom Norma, das Backup auch vom Norma für 20 Euro, 25 Raketen, hammer geil, mit Double Ring Raketen, sehr geil, mit Turbo Raketen und alles, was das halt begehrt. Dann für 66 nochmal so ein kleines Familiensortiment. Dann haben wir nochmal die bis jetzt von alter Packs von Liku. Das Package hier ist von Lidl für 7,77 und zwar Vego-Raketen, auch so ein kleines Familiensortiment. Mal zum Testen und zum Vergleichen. Den gehen wir mal runter. So, hier befindet sich der Midnight Burner, umgelabelter Alligator. 3,99 vom Aldi, vom Norma. Hier rechts befindet sich The Owley von Nico. Also, das ist Rico, Nico. Von Nico The Outlaw oder Owley, wie man es ausspricht, halt. 6,99 hat das Ding, glaube ich, gekostet. Auch vom Norma. Hier haben wir vom Lidl die Moonwalk Vego. 24 Schuss, sehr geile Batterie. Hat glaube ich 9 Euro oder 8 Euro gekostet, weiß ich nicht mehr. Dann hier die bekannte Poison vom Aldi. Für 4 Euro glaube ich oder 3 Euro. Auch von Vego. Dann haben wir hatten 5 kubische Kanonenschläge-Packets. Jetzt sind es nur 4, ich habe schon eins verbraucht. Jetzt testen wir einfach mal schon mal. Sind ganz gut. Der erste war zwar totaler Fail, aber scheiß drauf. Hier befindet sich das Package auch von Lidl und Vego. Hier befindet sich das Package Kracher Inferno. In den letzten Jahren waren die Vego-Böller ja zwar nicht so gut, dieses Jahr sind sie aber, glaube ich, sind sie besser, also denke ich schon, weil sie sind sehr hart, muss ich sagen. Also war schon sehr gut. Daneben befindet sich das Package von Norma, das Matador von Vego.
so ein Leuchtsortiment bisschen kleiner als ein Spektakel, zwar genauso teuer. Oder er kann auch genauso teuer gleich sein, also ich weiß nicht, vielleicht auch umgelebt das Leuchtspektakel ein bisschen anders verpackt. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Befindet sich hier nochmal ein kleines Jugendsortiment. Ich glaube, das nennt sich mal so Pyro sonst was. Ich kann mal nachschauen. Pyro for Kids. Oder Pyro von for Kids. Einfach mal so. Dann das neue Leuchtfeuer-Sortiment Feuerfeger von Lego. 73 Teile. Kostet vielleicht 7 Euro. Kostet. Sind echt coole Sachen drin. Muss ich sagen, und das neue Design gefällt mir auch sehr, sehr gut. Daneben findet sich, wenn wir jetzt hier noch mal zum Schluss, daneben befindet sich die Beastmaster von Beko, wieder vom Lidl Discounter mit einer Füllmenge bis zu 500 Gramm. Dieser hat jetzt, glaube ich, 300 noch was gehabt, Beastmaster. Sehr geile Batterie, 29 mm Kaliber, 18 Schuss. Hat glaube ich 13 Euro gekostet. Ich wollte eigentlich von Nico die Laserlights haben. Die habe ich aber leider vergessen, da habe ich die zum Ersatz genommen. Und es war kein Fehlkauf. Daneben befindet sich der Uranus mit 83 Schuss, glaube ich 7 Euro. 6,99. Und darunter befindet sich auch vom Lidl, von Vego wieder. Also der Rest ist jetzt Vego. Und darunter befindet sich hier noch die Firefighter vom Lidl. 86 Schuss, glaube ich 9 Euro. Im entferntesten Sinne sind es eigentlich ähnliche Batterien, also sie haben den ähnlichen Sinn. Hier leider ein Fehlkauf gewesen. Leider, ich war zwar so stand auf meiner Einkaufsliste, so wollte ich es auch eigentlich haben, aber ich habe mich dann eigentlich doch umentschieden. Ich hätte doch lieber zwei an die Bombette genommen, da die sich mehr lohnt für die 30 Euro. Der Preis ist zwar trotzdem teuer, auch vom Lidl wieder. Aber immer noch mehr lohnt als das Teil. Sind zwar coole Sachen mit dabei, aber für 30 Euro meiner Meinung nach lohnt es sich nicht. Das ist die Mega Powerbox oder so vom Norma. Ja. Das war so mein Einkauf gewesen. Ich habe jetzt hier noch, was ich da weggeworfen hatte, waren Bleihiesen, was ich jetzt noch habe von Pyro Partner. Pyro Partner, nichts Besonderes, muss einfach jedes Mal dabei sein. Und ja, das war es auch schon gewesen. Mein kleines Zusammenfassung von meinem Einkauf von drei Märkten: Norma, Lidl und Aldi. Wir haben schon eine ganz gute Ausbeute gemacht. Ich wollte jetzt aber noch eine Sache beim Penny, und zwar eine Kombination. Das sind drei Batterien und ein Pack für 10 Euro. Die zeige ich euch später aber auch nochmal. Ja, das war's auch schon mit dem ganzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was anderes, beziehungsweise ist ja auch hier auf der neue Kanal, Pyro Boys. Weitere Videos werden folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.